Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatten in den letzten Tagen über den Brexit, die waren in Großbritannien außerordentlich intensiv und sie waren auch sehr emotional, und das ist noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Aber angesichts der Tragweite der Entscheidungen, um die es da geht, ist das vielleicht auch gar nicht so verwunderlich. Das gestrige Misstrauensvotum gegen Theresa May war wohl einfach nur der sichtbarste Ausdruck dieser enormen Spannungen. Es sind historische Tage für Großbritannien, aber auch für uns. Dass Theresa May dieses Misstrauensvotum überstanden hat, ist erfreulich. Das Ergebnis bietet aber keinen Grund, darauf zu schließen, dass sich an den Mehrheitsverhältnissen im britischen Unterhaus gegenüber dem Austrittsabkommen irgendetwas verbessert hätte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union hat sich in den Verhandlungen zum Brexit-Abkommen bisher äußerst geschlossen gezeigt. Und auch nach der Verschiebung der geplanten Abstimmung im britischen Unterhaus, vermutlich wird sie im Januar stattfinden, gibt es auch keinen Anlass, von dieser Linie abzurücken. Unser klares Interesse ist weiter eine Einigung mit Großbritannien. Und das gemeinsam über Monate hinweg ausgehandelte Abkommen ist dafür ein wirklich fairer Kompromiss. Er liefert eine gute Basis für einen geordneten Austritt und für den Aufbau enger künftiger Beziehungen. Und es gibt keine Grundlage dafür, dieses Abkommen wieder aufzudröseln. Dies haben wir in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich gemacht, und daraus wird sich auch nichts ändern. Die kommenden Tage und Wochen werden sicherlich Aufschluss über den weiteren Verlauf der Debatte geben, vor allen Dingen in London. Wir sollten uns, wie ich finde, auch gar nicht groß mit Spekulationen über mögliche Szenarien in der britischen Innenpolitik aufhalten. Letztlich gebietet das auch schon der Respekt vor unseren britischen Partnern und auch der sicherlich nachvollziehbar weit verbreitete Wunsch, den Brexit noch einmal rückgängig zu machen, ist etwas, was uns allen außerordentlich nahestehen würde. Aber auch wenn man sich die gegenwärtigen Umfragen in Großbritannien anschaut und feststellt, dass sich dort nicht so viel geändert hat seit dem Referendum, trotz einer außerordentlich chaotischen Debatte, die dort geführt wird, ist das auch etwas, was man zur Kenntnis nehmen muss. Entscheidend ist letztlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir als 27 in der Europäischen Union weiterhin geschlossen auf die gegenwärtigen Ereignisse reagieren. Und das gilt ganz besonders natürlich auch mit Blick auf den Europäischen Rat, der heute beginnt. Für uns in der Europäischen Union sind folgende Punkte dabei zentral. Unsere klaren Positionen aus den Leitlinien des Europäischen Rates gelten unverändert nach wie vor. Die im Austrittsabkommen definierte Lösung für einen funktionierenden Backstop für Nordirland steht auch nicht zur Disposition. Auf dieser Basis sind wir natürlich bereit, uns britischen Überlegungen anzuhören, welche zusätzlichen Klarstellungen gewünscht werden, ohne aber in der Substanz das, was vereinbart worden ist innerhalb der Europäischen Union und was im Kabinett in London die Zustimmung gefunden hat, grundsätzlich noch einmal zu verändern. Und schließlich bleibt, und das wird ganz wichtig für die kommenden Tage und Wochen, die Einheit der EU-27 von überragender Bedeutung. Und diese Einheit ist auch deshalb so wichtig, weil es um die Glaubwürdigkeit und die Zukunft des europäischen Projektes geht. Und das hat bisher bemerkenswert gut funktioniert. Und letztlich kann bei einem Austritt, von wem auch immer er entschieden wird, aus der Europäischen Union, niemand darauf setzen, die Verpflichtungen loszuwerden, die Rechte und Vorteile der Mitgliedschaft aber behalten zu können. Meine Damen und Herren, ein ungeregelter, ein harter Brexit hätte schwerwiegende Konsequenzen. Er liegt weder im britischen, aber er liegt auch nicht im europäischen und er liegt auch nicht im deutschen Interesse. Und angesichts der schwierigen politischen Lage, die wir in Großbritannien Tag für Tag ja mitverfolgen können, müssen wir unsere Planungen wie bisher auch für den Fall fortsetzen, dass es zu einem harten Brexit kommt.
Wir haben gestern im Kabinett zwei Gesetzespakete verabschiedet, mit denen wir sicherstellen, dass auch in einem solchen Fall größtmögliche Rechtsklarheit für die Bürgerinnen und Bürger herrscht. Auch die praktischen Vorbereitungen laufen. So stellen wir zum Beispiel mehrere hundert Zollbeamte zusätzlich ein, um das Mehr an Arbeit, das kommen wird, zu bewältigen. Und damit sind wir auch für den Worst Case gerüstet. Solange das Austrittsabkommen nicht ratifiziert und unterzeichnet ist, werden wir diese Vorbereitungen konsequent fortführen. Auch das ist ein Gebot verantwortungsvollen Regierungshandelns. Und unabhängig davon, ob es Mitglied der Europäischen Union ist, Großbritannien bleibt ein Teil unserer europäischen Werte- und Handlungsgemeinschaft, und wir werden auch in Zukunft viele Ziele gemeinsam verfolgen. Denn letztlich stehen wir in Europa, und nicht nur in Europa, aber in Europa ganz besonders vor immensen Herausforderungen, die alle keine Grenzen kennen. Globalisierung, Klimawandel, Migration, die Verteidigung der multilateralen Weltordnung. Auf all diese Fragen werden wir in Europa mit Großbritannien nur gemeinsam Antworten finden können. Auf einer anderen Basis, zugegebenermaßen, aber auf jeden Fall als enge Partner und auch als Freunde. Und das gilt für das Verhältnis der Europäischen Union zu Großbritannien. Das gilt aber natürlich auch für unser bilaterales Verhältnis zu Großbritannien. Und deshalb haben wir schon im April dieses Jahres mit dem damaligen Außenminister Großbritanniens einen strategischen Dialog vereinbart. Gemeinsam werden wir uns intensiv und konstruktiv zu außen- und sicherheitspolitischen wie globalen Herausforderungen weiter austauschen und austauschen müssen. Eine gemeinsame Erklärung und ein Arbeitsprogramm sollen diesen Dialog um konkrete Projekte ergänzen, wie zum Beispiel durch eine Stabilisierungspartnerschaft zur Konfliktvermeidung und Friedenssicherung. Die bilaterale Zusammenarbeit wird genauso eng fortgeführt. Und dieser Austausch, der ist auch umso wichtiger vor dem Hintergrund unserer anstehenden Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Dort werden wir mit Großbritannien als ständigem Sicherheitsratsmitglied eng zusammenarbeiten, und das haben wir auch schon vereinbart, völlig unabhängig vom Brexit. Wir haben ein gemeinsames Ziel, das auch nach einem vollzogenen Brexit erhalten bleibt. Die Verteidigung der regelbasierten internationalen Ordnung als wichtige Aufgabe gleichgesinnter demokratischer Staaten. Und so sehr wir auch den Brexit bedauern, bei der Debatte dürfen wir eines, glaube ich, nicht vergessen. Weiterhin wird uns mit Großbritannien mehr einen, als das uns trennt. Und auch wenn Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU ist, bleibt es immer noch ein Teil Europas, und zwar ein Teil, das wir auch weiterhin brauchen. Herzlichen Dank. Der Bundesaußenminister Heiko Maas hat noch einmal klargemacht, dass es keine Verhandlungsspielräume mehr Richtung Großbritannien geht und dass die Vorbereitungen für einen harten Brexit in Deutschland gut auf dem Weg sind. Auch enge Partner und Freunde werden Deutschland und Großbritannien in Zukunft sein. Martin Hebner jetzt für die AfD. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede den Opfern der letzten Tage gedenken. Wieder mal hat auf einem christlichen Weihnachtsmarkt ein islamischer Attentäter Bürger ermordet. Wieder einmal war der Täter schon mehrfach auffällig, auch in Deutschland. Und wieder einmal sollte er eigentlich schon längst verhaftet sein. Kommen wir zum vorliegenden Antrag der Regierungskoalition. Man könnte den Antragstext mit Much Ado About Nothing oder viel Lärm um nichts bezeichnen, weil dieser Antragstext sagt eigentlich nur, dass es ein Austrittsabkommen gibt und das in mehreren Seiten. Und in einem, man könnte auch sagen, lamoyanten Stil wird hier der Austrittswunsch Großbritanniens aus der EU beklagt. Es wird bedauert, es wird nur Verlierer zurückgelassen. Es wird das Ergebnis der Verhandlungen mit der EU als Kompromiss bezeichnet, was er übrigens auch ist. Und dann wird in dem Falle konstatiert, dass alle auf der EU-Seite gut gearbeitet hätten, sprich das Lob derjenigen, die eigentlich ein Problem verursacht haben. Und Neu- und Nachverhandlungen des Austrittsvertrages werden verdammt. Und in einem weinerlichen Schlusssatz, Großbritannien könnte ja wieder an die Pforten der EU klopfen, wird dieses Papier, dieser Antrag, der in drei Seiten vorliegt, beendet.
Meine Damen und Herren, dieser Antrag selber ist irrelevant. Relevant ist das Austrittsabkommen, das allerdings natürlich nicht öffentlich ist und über das wir jetzt hier auch nicht so im Detail diskutieren. Das auf 522 Seiten, die wie gesagt hier nicht behandelt werden, weil nicht öffentlich, da die Gesamtregelung beinhaltet. Wir sollen, und das ist eigentlich der Antrag der Union und der SPD, dieses Austrittsabkommen hiermit nur schlicht zur Kenntnis nehmen. Das ist der Punkt. Und deswegen steht auch in diesem Antrag von Union und SPD Fornales nur drüber, der Bundestag möge beschließen, und dann folgt der Satz, der Bundestag möge zur Kenntnis nehmen. Im Prinzip im Endeffekt eigentlich nichts anderes als, nehmt es in dem Fall einfach an. Das Anliegen der Briten, halten wir schlicht einfach mal fest, die Briten wollen raus aus der EU, raus aus einer Zentralisierung, weg von bürgerferner und realitätsferner Gesetzgebung, weg von Zentralismus und Fremdbestimmung durch ein bürokratisches und reformunfähiges Brüssel. Soweit klar und verständlich. Was Sie, meine Damen und Herren, hier auf der Regierungsbank nie verstanden haben, ist Großbritannien, übrigens auch viele andere, die wollen nicht und haben nichts gegen Europa, Gott behüte. Sie wollen nur raus aus dieser, in dem Falle, zentralistischen und einschränkenden EU. Und genau dieses, in dem Fall diesen Austrittswunsch aus einem überbordenden, unkontrollierbaren Bürokratismus demokratisch nicht gewählter Politkommissare der EU-Kommission, das wird Ihnen definitiv erschwert. Herr Kollege Hebner, der Kollege Graf Lambsdorff würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Aber gern doch. Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP, mit einer Zwischenfrage. Ja, wir haben uns hier eben beide angeschaut und Ihre Bemerkung, dass das Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, dass das angeblich nicht öffentlich sei, womit Sie so eine Art Verschwörungstheorie hier den Boden zu bereiten versuchen, konnten wir irgendwie nicht glauben. Wir haben es gerade überprüft, Sie können es googeln. Es ist öffentlich einsehbar für alle Bürgerinnen und Bürger. Es hat 585, nicht 522 Seiten. Nee, würden Sie so nett sein, das zur Kenntnis zu nehmen, Herr Hebner? Herr Graf Lambsdorff. Herr Graf Lambsdorff, ich nehme es zur Kenntnis, dass Sie das jetzt hier so mit sagen und dass Sie sich angeschaut haben. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, das wird ja hier gar nicht behandelt. Sie werden in dem Fall in dem Antragspapier von Seiten der Union nur einen Verweis lesen auf ein, in dem Fall, Austrittsabkommen, auf einen Kompromiss. Sie haben aber hier keinerlei Behandlung. Sie haben hier in diesem gesamten Antrag der Union keinerlei Sequenzen dieses Antrags. Es wird nicht öffentlich diskutiert, es wird von uns in dem Falle nur beschlossen, zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist der Antragspapier der Union. Dankeschön. Herr Kriechbaum, ich finde nett Ihre Äußerung, aber gleichwohl in dem Falle in Ihrem Papier, das Sie hier vorgelegt haben, in Ihrem Antrag steht nichts zu diesen 500 und, ich nehme es gern zur Kenntnis, 85 Seiten. Ergo in dem Falle, hier gibt es keine Diskussion darüber. Wir nehmen es zur Kenntnis. Und was ich in dem Fall ganz klar sagen möchte, ist, dass hier die EU-Kommission, die natürlich keinerlei Interesse hat, ein funktionierendes Gegenmodell zur EU sich entwickeln zu lassen, zu den Verhandlungen autorisiert und von Ihnen ermächtigt wurde. Sie haben damit schlicht und ergreifend, was auch die gesamte Verhandlung anbelangt, den Bock zum Gärtner gemacht. Und was die deutschen Interessen anbelangt, ich will es noch einmal betonen, haben in diesem dem Fall der gesamten Verhandlung unsere Leiter, in dem Falle, Herr Maas hat eben gesprochen, Bundesregierung, keinerlei Input mitgeliefert, keinerlei Steuerung. Und wir möchten ganz klar betonen, von diesem in dem Falle auch Vertrag sind natürlich gerade die Vertreter der deutschen Wirtschaft schwer betroffen. Und Sie müssen bitte noch einmal zur Kenntnis nehmen, Herr Maas, dass unser Außenhandelsüberschuss mit Großbritannien, er beträgt im Moment, Stand letzten Jahr, 47 Milliarden Euro. Davon leben auch Sie. Das heißt, auch Sie profitieren mit Ihrem Gehalt von diesem Überschuss. Und dass darüber sich keiner in dem Fall Gedanken gemacht hat, was mit diesem Abkommen in dem Fall alles an Problemen verursacht wird, und vor allem von der Dauer, und nicht mal ein Plan B für einen harten Brexit existiert, Herr Maas, das ist ein absolutes Versäumnis. Herzlichen Dank. Dr. Ein etwas abruptes Ende von Martin Hebner jetzt. Nächste Rednerin Katja Leikert von der CDU-CSU, sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sehr verehrte Damen und Herren, das, was diese Woche in Großbritannien passiert ist, haben wir uns alle so nicht gewünscht. Wir sehen in diesen Tagen politisches Chaos in London. Wir sehen ein Land in eine beispiellose Krise taumeln. Poetisch könnte man formulieren,
dass wir live dabei zuschauen können, wie populistische Dummheit seine hässliche Gestalt annimmt. Das alles hätte Shakespeare nicht besser inszenieren können. Aber leider ist es eben kein Schauspiel, sondern bittere Realität, und es betrifft Millionen von Menschen. Und es zeigt einmal mehr, sehr geehrter Herr Hebner, warum wir gegen jegliche Form dieser populistischen Zerstörungswut mit aller Macht jeden Tag kämpfen müssen. Und sehr verehrte Damen und Herren, wenn Sie mich am Montag gefragt hätten, wie diese Woche verlaufen würde, dann hätte ich Ihnen geantwortet, dass das Unterhaus am Dienstag das Abkommen mit der Europäischen Union ratifiziert und dass es dann, was schon traurig genug gewesen wäre, zu einem geordneten Brexit gekommen wäre. Wir erinnern uns, und ich erkläre das Ihnen auch gern noch mal an der Stelle, was so eine Europäische Union leistet. Die Europäische Union hat selbst in so einer schweren Stunde ein großes Abkommen von über 580 Seiten, das haben Sie jetzt auch gerade gelernt, verhandelt. Genau das macht nämlich die Europäische Union aus, dass Konflikte kommunikativ und vertragsmäßig verhandelt werden. Bis zu einer Übergangsfrist wäre Großbritannien in der Zollunion verblieben und damit auch eine harte Grenze auf der irischen Insel vermieden worden. Auch die Frage, wie es danach weitergehen würde nach einer Übergangszeit, wurde geklärt. Es sollte ein umfassendes Freihandelsabkommen mit Großbritannien verhandelt werden. Und wenn man sich die Position von Großbritannien anschaut, dann war das genau das Ziel von Großbritannien. Und wir alle wissen auch, das war schon die äußerste Grenze dessen, was die Europäische Union hätte zulassen können. Insgesamt also ein fairer, vernünftiger Deal, soweit man das, und so beurteilen wir das, Sie beurteilen das anders, in dieser Lose-Lose-Situation überhaupt davon sprechen kann. Und für uns als Koalitionsfraktion ist klar, wenn London die Gemeinschaft der Europäischen Union verlässt, dann heißt das noch lange nicht, dass die Europäische Union ihre eigene Identität aufgeben muss. Weder den Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten noch den Anspruch an die Europäische Union als Friedensprojekt. Es ist unsere Aufgabe, die Europäische Union zu schützen, insbesondere vor politischer Dummheit. Und mit dem Antrag, den wir SPD, CDU, CSU heute gestellt haben, und dazu möchte ich mal sagen, vielleicht sind Sie ja einfach nur traurig, Herr Hebner, dass Sie Ihren Antrag nicht zustande bekommen haben, immerhin war er ja angekündigt, stehen wir für einen geordneten Brexit, für Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, für den Frieden auf der britischen Insel und vor allem für langfristige, gute, freundschaftliche Beziehungen zu Großbritannien. Und an dieser Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön an die SPD, immer für ihre klare proeuropäische Haltung. Das haben wir hier an vielen Stellen, auch bei der FDP, bei den Grünen, hier in dem Hohen Haus. Und dann kam diese Woche schnell die Frage auf nach Nachverhandlungen. Und an dieser Stelle kann man wirklich nur sagen, wesentliche Nachverhandlungen kann es nicht geben. Und das liegt nicht daran, dass wir das den Briten nicht gönnen würden in irgendeiner Form. Das liegt einfach daran, dass das Verhandlungsergebnis eben ein gutes Ergebnis ist und vor allem den Frieden in Irland auf der irischen Insel garantiert. Und dazu stehen wir. Und der Ball liegt ganz klar im Feld von London. Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir in Europa ja nicht nur den Brexit haben. Wir haben populistische Bewegungen von links und rechts. Wir kämpfen gegen diese Art von Politik auch hier im Deutschen Bundestag. Wir lassen es uns nicht nehmen, offensiv für unser Europa und die Europäische Union zu kämpfen. Und da sind wir uns ja hier nicht immer einig über Eurozonenbudget, über eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung, über Einlagensicherung. Aber wir kämpfen für die besten Konzepte, die Europa stark machen. Und auch genauso werden wir in den Europawahlkampf gehen. Wir als CDU/CSU werden es tun mit unserem Spitzenkandidaten Manfred Weber, ein echter Brückenbauer, ein guter Mann, da hat Ralf Brinkhaus recht. Manfred Weber, schreien Sie hier nicht so rum, Manfred Weber, ein echter Kämpfer für den European Way of Life, wie er immer auf Bayerisch sagt. Und ich möchte abschließend
weil ich es so toll fand, gerne auch mal Franziska Brandner danken an dieser Stelle für eine fraktionsübergreifende Initiative, den Wahlkampf unter Demokraten fair zu führen, sich gegen Hetze und Fake News einzusetzen. Ich wünsche Großbritannien und uns Good Luck. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Alexander Graf Lambsdorff, FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir bedauern, glaube ich, nahezu alle hier den Austritt Großbritanniens, aber ich will ein paar Worte sagen aus der Sicht meiner Fraktion. Großbritannien ist das Mutterland des Liberalismus und für uns ist es ganz besonders schmerzhaft, dass die Briten gehen wollen. Die parlamentarische Demokratie stammt aus Großbritannien. Die Menschenrechte, Habeas Corpus, Industrie und Freihandel. Großbritannien hat unglaublich viel beigetragen zur europäischen Geschichte, zur europäischen Kultur und zum Liberalismus. Für uns ist es ein ganz besonders schwerer Verlust und wir bedauern das außerordentlich, dass Großbritannien der Europäischen Union den Rücken kehren will. Wir haben gestern hier die Bundeskanzlerin gehört in der Regierungsbefragung. Sie hat gesagt, auch die Bundesregierung will, dass Großbritannien bleibt und arbeitet weiter für einen geordneten Austritt. Aber meine Damen und Herren, der Wahrheit die Ehre. Zurzeit ist keine Mehrheit erkennbar in London, nirgends, für den ausgehandelten Deal, für das Abkommen mit Großbritannien über den Austritt. Wir müssen uns als Land und als Union auf einen harten Brexit einstellen. Und hier komme ich nicht umhin, die Bundesregierung wirklich zu kritisieren für die mangelhafte Vorbereitung, mit der sie in unserem Land unterwegs ist. Wir haben als Fraktion der Freien Demokraten eine große Anfrage gestellt, vor mehreren Monaten schon, weil uns klar war, es gibt verschiedene Szenarien. Und ein Szenario ist das, dass sich jetzt als wahrscheinlichstes herausstellt, eben ein harter Brexit. Und was hat uns die Bundesregierung angeboten zur Beantwortung als Frist? Das muss man sich mal vorstellen. Am 29. März nächsten Jahres findet der Brexit statt, nach dem Artikel 50. Die Antwort auf unsere große Anfrage zur Vorbereitung unseres Landes auf die Konsequenzen wollte die Bundesregierung am 31. Mai 2019 vorlegen. Ja, herzlichen Dank, liebe Bundesregierung. Das ist keine Vorbereitung, das ist ein Nachklapp. Das brauchen wir nicht. Aber die Menschen in unserem Land, die brauchen das. Die brauchen eine klare Ansage. Auch die Menschen aus unserem Land, die in Großbritannien leben, Studierende, Familien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner, die sind nicht sicher, was passiert eigentlich mit ihren Überweisungen, mit den Renten, was passiert mit den Studiengebühren. Bei den Patientinnen und Patienten wird es ganz besonders schlimm und da geht es auch schon in die Wirtschaft rein. Was ist eigentlich mit der Zulassung von Medikamenten auf dem Kontinent und in Großbritannien nach einem harten Brexit? Wie sieht es aus in der Automobilwirtschaft, in der Landwirtschaft, im Tourismus mit dem immer schwächer werdenden Pfund? Es gibt so viele Konsequenzen eines Brexit und insbesondere eines harten Brexits, auf die die Bundesregierung überhaupt nicht eingegangen ist bisher. Die Europäische Kommission und, interessanterweise, die britische Regierung haben Handreichungen ausgegeben. Preparedness Notices heißt das. Was müssen wir erwarten? Was haben wir zu gewärtigen? Im Fall eines Hard Brexits von der Bundesregierung gibt es solche Handreichungen nicht. Meine Damen und Herren, Katja Leikert hat hier eben gesagt, das Ganze erinnert an Shakespeare. Mich erinnert es eher an Lewis Carroll. Alice in Wonderland, was wir hier die letzten Tage gesehen haben. Theresa im Wunderland. Jacob Rees-Mogg als Hutmacher, Boris Johnson als Merzhase. Das war ja ein Spektakel, das wir uns da angucken mussten. Wir dachten eigentlich, wir hätten heute eine Entscheidung, über die wir debattieren können. Jetzt dauert es bis Januar. Wir werden das respektvoll machen, denn eines, das will ich hier am Ende sagen, ist auch klar. Ich glaube, das spreche ich für viele hier. Insgeheim ist auch die britische Queen unsere Queen of Hearts. Wir mögen die Briten weiterhin. Sie bleiben unsere Partner, unsere Freunde, unsere Alliierten. Wir müssen in Europa mit Deutschland und Frankreich gemeinsam arbeiten und wir müssen die Regierung dazu anhalten, unser Land endlich auf einen harten Brexit einzustellen. Herzlichen Dank. Graf Lambsdorff hat hier nochmal darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung mangelhaft vorbereitet sei auf einen harten Brexit, auf den es herauslaufen wird, seiner Meinung nach. Fabio De Masi jetzt, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion.
Ladies and Gentlemen, der Vorsitzende von Labour, Jeremy Corbyn, der Oppositionsführer in Großbritannien, sagte auf dem Kongress der Europäischen Sozialdemokraten, die extreme Rechte wird durch sinkenden Lebensstandard, kaputte Kommunen, unsichere Jobs und unterfinanzierte öffentliche Dienste gestärkt. Er fuhr fort, die Kürzungspolitik in der EU hat zu Leid der Arbeitnehmer geführt und eine erhebliche Rolle beim Ja der Briten zum Brexit gespielt. Die wichtigste Aufgabe angesichts des Austritts der Briten aus der EU ist es daher nach Überzeugung unserer Fraktion, dass wir Europa neu erfinden, damit es zu einer sozialen Schutzmacht der Menschen wird. Jahrelang wurde etwa behauptet, wir könnten eine Finanztransaktionssteuer nicht machen, weil die Briten dann ihr Veto einlegen wegen der City of London. Jetzt gehen die Briten raus und Deutschland und Frankreich machen 10 Jahre nach der Finanzkrise, die dem Brexit vorausging, eine reine Aktiensteuer, die 98% der Finanztransaktionen ausnimmt. Begründung wieder, man könne das nicht machen wegen des Wettbewerbs mit den Briten und der City of London. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist absurd, denn die Aufblähung der Finanzmärkte und die Deindustrialisierung im britischen Norden ist ja einer der Gründe, warum eine Mehrheit der Briten letztlich für diesen bedauerlichen Brexit stimmte. Wer Europa retten will, muss daher auch hier in Berlin endlich eine neue Schallplatte auflegen. Entscheidend ist daher, was die EU unternimmt, um zu verhindern, dass Großbritannien über eine Absenkung der Unternehmenssteuern Steuerdumping weiter anheizt. Da muss eine klare Botschaft geben, auch hier aus Berlin. Wenn ihr das macht, liebe Freundinnen und Freunde auf der Insel, dann wird es eben auch Quellensteuern hier aus Deutschland herausgeben auf Finanzflüsse in die Steueroase Großbritannien. Entscheidend ist, dass wir den britischen Banken und Fonds sagen, ihr bekommt nur eine Geschäftslizenz in der EU, wenn ihr euch hier an die Spielregeln auf dem Finanzmarkt haltet, wenn ihr euch der Finanzaufsicht vor Ort unterwirft und alle Finanzmarktgesetze der EU beachtet. Entscheidend ist, dass wir Rechtsstreitigkeiten mit britischen Unternehmen nicht über Investor-Staat-Schiedsgerichte regulieren, wo Investoren Staaten verklagen können, wenn Gesetze ihre Profite hemmen. Gegen solche privaten Konzerngerichte sind viele Menschen in Europa bei Investitionsabkommen wie TTIP oder CETA auf die Straße gegangen. Entscheidend ist, dass EU-Bürger, die in Großbritannien arbeiten, nicht durch eine konservative Regierung um ihre sozialen Rechte gebracht werden, wie etwa die EU-Richtlinie gegen Höchstarbeitszeiten. All diese Dinge sind im Austrittsabkommen aber nicht geregelt, auch nicht in der Protokollerklärung. Sie werden in einem Abkommen über die zukünftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich geregelt. Und hier muss das Parlament dann wirklich Zähne zeigen und der Bundesregierung auch sagen, dass sie ihren Job zu tun hat. Leider hat die Bundesregierung gegen unseren Rat die sozialen Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien in diesem Austrittsabkommen verankert. Wir halten das nicht für klug. Ich will auch sagen, warum. Weil wenn der Deal jetzt scheitert, sind die EU-Bürger in Großbritannien nicht hinreichend geschützt. Und wir sehen auch kritisch, dass in diesem Austrittsabkommen die Möglichkeiten Großbritanniens, eine aktive Industriepolitik zu nutzen, durch die Kopplung an das EU-Beihilferecht beschränkt wird. Denn Großbritannien hätte es bitter nötig, dass sie eine Industrie entwickeln, die eben nicht abhängig ist von den aufgeblähten Finanzmärkten oder die ihnen die Möglichkeit einräumt, die chaotische Eisenbahn auch wieder zu verstaatlichen. Es gibt nun 4 Möglichkeiten. Erstens, der Brexit-Deal bekommt eine Mehrheit im britischen Unterhaus. Dann kommt der Brexit und es wird über einen zukünftigen Vertrag verhandelt. Solange sind die Briten mit der Zollunion verheiratet und dürfen sich auch nicht scheiden lassen, weil die EU ein Veto hat. So wird verhindert, dass die Briten eigene Handelsabkommen schließen und es eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt. Zweitens, es gibt keinen Deal. Das würde Chaos bedeuten. Und in der Tat, ich komme aus Hamburg, das ist vielleicht die britischste Stadt in Deutschland. Das hätte Konsequenzen, die wir alle nicht wollen. Drittens, der Deal scheitert. Dann wird es Neuwahlen geben. Sollte Labour gewinnen, würde Corbyn eine dauerhafte Zollunion mit der EU anstreben. Eine neue Regierung braucht dafür aber Zeit und kann nicht für die alte Regierung verhaftet werden. Die EU sollte dann bereit sein, die Artikel 50-Periode zu verlängern. Es gibt auch eine 4. Möglichkeit. Ein 2. Referendum
in Großbritannien über den Verbleib in der EU und die unilaterale Kündigung des Antrags auf Austritt aus der EU durch die Briten. Ich halte das in der Tat nicht für realistisch und der Ausgang wäre auch nicht sicher. Aber sicher ist, auch ein zweites Referendum würde zunächst eine Ablehnung des Deals und Neuwahlen erfordern. Auch hier wäre also mehr Zeit erforderlich. Ich respektiere die inneren Angelegenheiten der Briten, aber man sollte auch ein ganzes Land nicht für seine schlechte Regierung verantwortlich machen. Ich bete daher täglich zu Gott oder zu Queen, dass es Neuwahlen in Großbritannien gibt und die Briten endlich von dieser Regierung erlöst werden. Vielen Dank. Fabio Di Masi mit interessanten Einblicken. Und er hat gesagt, dass es vier Möglichkeiten gibt und die beste Möglichkeit wäre, zumindest mehr Zeit zu bekommen. Ein harter Brexit dürfte die schlechteste aller Möglichkeiten sein. Franziska Brandner jetzt für die Bündnisgrünen, sie ist die europapolitische Sprecherin. Meine Damen und Herren, das ist jetzt der zweite Europäische Rat, den wir haben, ohne Regierungserklärung. Das ist auch nicht ersetzbar durch eine Fragestunde, wie wir es gestern hatten, wo dann 3 Minuten über den Rat geredet wird. Von daher finden wir es richtig, dass die FDP jetzt hier auch einfordert, dass man das verpflichtender und fester etabliert, dass vor den Räten und danach auch wirklich hier im Haus debattiert werden muss. Und wenn man sich den Brexit anschaut, dann ist das ja ein einziges Trauerspiel, über das sich ja auch nur noch Zyniker oder Nationalisten freuen können. Wahrscheinlich ging es Ihnen allen so, dass ich gestern Abend erleichtert darüber war, dass May das Misstrauensvotum überstanden hat. Und es ist aber irgendwie schon absurd, weil man dann sich darüber freut und denkt, ach Gottchen, eine Verrücktheit weniger, es bleiben nur noch die vom Montag, dem 10. Dezember, die ja auch schon alle unlösbar sind. Und das ist der Zustand der Verrücktheit, den wir gerade auf der britischen Insel haben. Jetzt, was will Frau May? Alles, was wir bis jetzt gehört haben, ist, dass sie rechtliche Zusicherungen haben möchte, dass der Backstop nicht dauerhaft gilt. Oder, das ist das andere, was man hört, dass der Backstop nur in Kraft treten kann, wenn das Unterhaus darüber noch mal abgestimmt hat. Da kann ich nur sagen, beides wäre der Wahnsinn. Worum geht es denn eigentlich? Wir haben Nordirland, Irland, den Konflikt, Krieg, der zum Glück beendet wurde. Und dieser Frieden hat einiges mit der Europäischen Union zu tun, auch wenn es einige auf der Insel erst jetzt entdecken oder erst jetzt bereit sind, darüber zu reden. Es hat nämlich viel damit zu tun, dass der Frieden möglich ist, dass es keine Grenzen gibt zwischen Nordirland und Irland. Und das ist auch ein vitales Interesse von Irland und der Europäischen Union, diese offene Grenze zu behalten, damit es nicht wieder zum Krieg, zu Konflikt auf der Insel kommt. Jetzt sagen manche, naja, ist ja nicht so schlimm, dann kommt kein Deal, dann ist es halt wie mit der Schweiz. Nein, es ist eben nicht wie mit der Schweiz. Was wäre denn die Grenze zwischen Nordirland und Irland? Die wäre wie zwischen der Europäischen Union und Russland. Das wäre die Situation, in der sich Nordirland und Irland befinden würden. Und das geht eben nicht, das haben die Iren, das hat die Union ganz klar gesagt. Und das ist auch richtig so. Aber wenn wir einfach sagen würden, die Grenzen bleiben offen, was würde das denn bedeuten? Das ist ja die Situation, wo die Briten immer sagen, lasst halt die Grenze einfach offen. Naja, dann kann halt von Schweinepest bis zu den Waffen alles in die Europäische Union rein, ohne dass es irgendjemand kontrolliert hat. Und das ist auch nicht in unserem Interesse der Europäischen Union. Deswegen haben wir einen sogenannten Backstop, der bedeutet, es ist eine offene Grenze. Nordirland und UK bleibt Teil von einer Zollunion und Nordirland hat einen Teil der Binnenmarktregeln. Unserer Meinung nach schon ziemlich schwach ausgerichtet, aber es ist immerhin eine Antwort. Das ist aber nur die Antwort, wenn wir nichts Besseres finden mit den Briten. Das Ziel ist natürlich, dass man sich auf eine bessere Vereinbarung am Ende einigen kann, zum Beispiel wie Norwegen oder wie mit der Schweiz. Das ist das Ziel. Aber falls wir uns nicht einigen können, ist das unsere Rückversicherung. Unsere Versicherung im schlechtesten Fall kommt das. Was macht jetzt May? Ich vergleiche das mal mit einer Brandschutzversicherung. Ja, Frau May sagt, wir haben jetzt eine Brandschutzversicherung abgeschlossen, aber in den AGBs steht noch mal drin, dass wenn das Haus wirklich brennt, dann der Chef der Versicherung noch mal entscheiden kann, ob das auch wirklich gilt mit der Versicherung. Ja, und da kann ich nur sagen, das können sich in die Haare schmieren, das ist dann keine Versicherung mehr, sondern das ist nur noch ein Ausnutzen der europäischen, sag ich mal, Solidarität, und das geht nicht, sehr geehrte Frau May. Und die Europäische Union
darf nicht das vitale Interesse eines Mitgliedslandes über die Interessen, ja von wem eigentlich, stellen? Von verrückten Tories, einem unverantwortlichen Corbyn? Das wäre doch der Wahnsinn, wenn die EU jetzt bereit wäre, diese wichtigen Interessen freizugeben, preiszugeben für etwas, wo man noch nicht mal sicher ist, dass May am Ende dafür dann eine Mehrheit hätte in ihrem Haus. Das wäre doch der absolute Wahnsinn. Von daher, Herr Maas, bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass nichts rechtlich da vereinbart werden darf oder geändert werden darf. Sie können politisch noch 10-mal deklarieren, dass das für uns nur eine Versicherung ist und dass wir eigentlich was Besseres wollen. Aber die Versicherung muss auch wirklich als Versicherung gelten. Alles andere wäre für die Europäische Union einfach nur fahrlässig. Und es ist übrigens auch interessant, warum das so schwierig ist, weil die Briten wollen ja rausgehen aus diesem Haus, aber gleichzeitig drin wohnen bleiben. Das ist so wie mit dem Teenager, der sagt mit 18 so Randale, jetzt aber raus, ich möchte Kontrolle über mein Leben haben, alles alleine machen. Und dann sagt aber Mama und Papa, also wenn ihr noch für die Versicherung für mich weiterzahlt, wenn ihr irgendwie guckt, dass ich noch ein Dach über dem Kopf habe und essen würde ich auch noch gerne ab und zu bei euch vorbeischauen kommen und am Sonntag so in gemütlicher Runde und so. So ginge das denn? Das ist ja die Situation, die wir haben. Und da kann ich den Briten nur sagen, das macht es dann halt schwierig. Und wir sind gerne bereit, dass ihr sonntags mit uns weiter esst, dass wir euch Sicherheit mit garantieren. Alles möglich. Aber was nicht geht, ist, dass du dann am Sonntag abhaust, ohne den Tisch mit abgeräumt zu haben. Ja? Du kannst nicht alle Rechte haben und keine Pflichten. Das geht nicht, in der Familie nicht und der Europäischen Union auch nicht. Und das haben wir auch bis jetzt immer durchgezogen mit der Schweiz, mit Norwegen. Und wir haben gerade einen großen Konflikt mit der Schweiz. Und ich kann Ihnen sagen, die Schweizer gucken sehr genau, was gerade mit Briten passiert. Die warten nämlich nur drauf, dass wir Sonderausnahmen für die Briten machen und dann die Schweizer sagen, das hätten wir gerne auch. Und dann werden die Norweger kommen und sagen, das hätten wir auch gerne. Und dann kommt Le Pen und sagt, das hätte ich auch gerne. Und das ist das große Risiko. Deswegen darf es da keine Rabatte geben, keine Rosinenpickerei. Wir müssen unseren Kontinent retten, unsere Europäische Union. Und auf Wahnsinn darf man nicht mehr Wahnsinn geben, sonst kriegt man nur noch mehr Wahnsinn. Ich danke Ihnen. Franziska Brandner war das hier in der Debatte über den Brexit-Antrag von CDU/CSU und SPD. Und da erhält jetzt das Wort Katharina Barley, die Bundesjustizministerin von der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Mich persönlich schmerzt der Brexit jeden Tag. Ich habe Familie dort, ich habe auch einen britischen Pass, die meisten hier wissen das. Und die Familie, die ich dort habe, die ist in Teilen von Großbritannien, also innerhalb Großbritanniens, von England nach Schottland gezogen vor einiger Zeit. Und eine der Fragen, die sie beschäftigt, ist, naja, wenn das jetzt alles so weitergeht, was macht denn dann Schottland eigentlich irgendwann? Werden wir vielleicht irgendwann Ausländer im eigenen Land sein? Also dieser Wahnsinn, von dem die Kollegin Franziska Brandner gesprochen hat, zu Recht gesprochen hat, der hat ja Dimensionen, ich glaube, von denen wir jetzt im Moment noch gar nicht alle absehen können. Aber Fakt ist, dass noch gar nicht klar ist, wohin die Reise am Ende gehen wird. Wir haben immer noch ganz, ganz viele Optionen offen. Viele Rednerinnen und Redner haben es jetzt schon gesagt. Und an jedem Tag erleben wir eine neue kleine Wendung. Gestern das Misstrauensvotum, das gescheitert ist, das hat noch mal eine Atempause geschaffen in diesem ganzen Prozess, aber es bleibt ein großes Chaos. Was haben wir jetzt? Das fertig ausgehandelte Austrittsabkommen, das war die Quadratur des Kreises, dieser Prozess. Man konnte nicht ein Ergebnis schaffen, mit dem alle am Ende zufrieden sein konnten. Das war völlig klar. Aber es ist eben so gut gelungen, wie es eben möglich war. Es war ein fairer Prozess. Ein geschlossener Prozess innerhalb der Europäischen Union, das war auch nicht selbstverständlich. Und vor allen Dingen, dass die so schwierige Frage über das Verhältnis zwischen der Republik Irland und Nordirland, dass das zufriedenstellend geklärt werden konnte, zumindest aus unserer Sicht, und hoffentlich werden kann aus britischer Sicht, das ist wirklich das Existenzielle. Denn daran macht sich noch mal fest, worum es eigentlich geht. Bei einer Institution wie der Europäischen Union, bei einer europäischen Einigung. Es geht darum, dass wir in einer Staatengemeinschaft friedlich miteinander leben können. Und dass wir das können. Dass wir das können, das hat eben damit zu tun, dass wir in der Lage sind, durch Gespräche, durch Verhandlungen Kompromisse miteinander zu finden.
und nicht mehr an Grenzen hart aufeinanderprallen, wie das früher zwischen Irland und Nordirland der Fall war. Wir haben es geschafft, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die aus Großbritannien in den Rest der EU gezogen sind und hier weiterleben wollen und umgekehrt, dass die gewahrt werden. Wir werden weiterhin ganz enge Handelsbeziehungen haben. Es wird eine Partnerschaft sein, wie es sie noch nie mit einem Drittstaat gegeben hat, so eng und hoffentlich auch so vertrauensvoll. Und all das liegt im gemeinsamen Interesse Deutschlands, Großbritanniens und auch der gesamten EU. Und ich bin sicher, es wird immer, egal wie das jetzt weitergeht und ausgeht, eine ausgestreckte Hand zu unseren britischen Freundinnen und Freunden geben. Was ist jetzt der aktuelle Befund? Der aktuelle Befund ist, wir haben eine EU, die eher noch geschlossener ist als vorher. Das hat was mit den Verhandlungen zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass den Bürgerinnen und Bürgern in den Mitgliedstaaten deutlicher geworden ist, was eigentlich auf dem Spiel steht. Sogar in Ländern wie Polen, wo es ja auch teilweise große Vorbehalte gibt, zumindest wenn man sich die Regierung anhört. Auch da ist das Bewusstsein dafür gestiegen, welche Errungenschaft auch für das polnische Volk die Europäische Union darstellt. Die Zustimmungswerte steigen in vielen Mitgliedstaaten. Und auf der anderen Seite haben wir ein zutiefst gespaltenes Großbritannien, wie ich persönlich es nicht für möglich gehalten hätte. Das hat sich schon im Referendum selbst gezeigt, zwischen den einzelnen Landesteilen, zwischen Stadt und Land, zwischen Jung und Alt. Jetzt haben wir diejenigen, die am liebsten alles rückgängig machen würden. Wir haben diejenigen, die vernünftig verhandeln. Und wir haben diejenigen, die am liebsten den harten Cut wollen. Was lernen wir daraus? Das ist heute noch gar nicht zur Sprache gekommen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich fragen, was wir aus diesem ganzen Prozess lernen. Und es ist ziemlich viel, was man daraus lernen kann. Man kann zum einen daraus lernen, was passiert, wenn man von innenpolitischen Schwierigkeiten ablenken will und dafür die Europäische Union missbraucht. Denn wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, wie es zu diesem Referendum überhaupt gekommen ist, David Cameron hat es auf die Tagesordnung gesetzt, im Wahlkampf, in dem Bewusstsein oder in dem vermeintlichen Bewusstsein, es gar nicht abhalten zu müssen. Genau. Nigel Farage hat gezündelt und sich dann nachher vom Acker gemacht, als das Referendum überraschenderweise so ausgegangen ist, wie er es sich ja gewünscht hat. Und Theresa May muss das aufräumen, wie immer. Die Männer haben den Unfug angerichtet und die Frauen müssen aufräumen. Und sie tut es so gut, wie sie es eben kann. Es zeigt aber auch, was passiert, wenn man nicht wählen geht. Und ich glaube, auch das sollte man an einem Tag wie diesem einmal sagen. Oh, Aufruhr bei den Männern im Parlament. Ich bitte, das zu Protokoll zu nehmen. Bei den CDU-Männern auch, lieber Herr Grosse-Römer. Was passiert, wenn man seine demokratischen Rechte nicht wahrnimmt? Auch das zeigt dieses Referendum. Wir sehen es insbesondere bei den jungen Menschen. 3/4 der Britinnen und Briten unter 25 wollten in der EU bleiben. Und nur 1/3 ist zur Wahl gegangen. Allein diese Gruppe hätte die Wahl entscheiden können, hätte das Referendum entscheiden können. Und ich bin wirklich froh, das erlebe ich jedenfalls, dass dadurch ein höheres Bewusstsein entstanden ist, gerade auch bei den jungen Menschen, aber nicht nur bei ihnen in der Europäischen Union, dass es sich lohnt, für diese Europäische Union zu streiten und auch zur Wahl zu gehen. Und das Dritte ist, wir müssen besser werden. Wir müssen besser erklären, aber wir müssen auch dieses Europa besser machen. Wir müssen es sozialer machen, wir müssen eine kulturelle Union schaffen. Wir brauchen eine Union des Fortschritts, der Jugend. Wir müssen uns weiterentwickeln von der reinen Wirtschaftsunion. Auch das ist eine Aufgabe, die uns bleibt. Aber was auch bleiben wird, ist immer die enge Freundschaft zu Großbritannien. Dafür werde ich auch persönlich alles geben. Dankeschön. Katharina Barley sprach hier eher als Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl im kommenden Jahr, denn als Bundesjustizministerin. Und sie sprach natürlich als Frau, was ja auch deutlich rauskam. Harald Weil jetzt für die AfD, er ist Mitglied im Europapolitischen Ausschuss des Bundestages. Geehrter Herr Präsident, Damen und Herren und liebe Zuschauer, auch draußen im Lande. Der Antrag ist zuvörderst ein hochoffizielles Eigenlob und eine erwartbare Verbeugung vor dem vermeintlichen Verhandlungsgenie eines Herrn Barnier. Weiterhin ist er eine interessante Gratwanderung zwischen Drohgebärde an das britische Parlament, es wird keine Neuverhandlungen geben, und Schuldzuweisungen an die britischen Wähler, der Brexit lässt nur Verlierer zurück.
Beides erinnert an, ja, also ein bisschen an Gott strafe England auf der einen Seite und Kontinentalsperre à la Napoleon I auf der anderen. Ja. Also, was wollen Sie da tun? Ja? Beides erinnert an das sprichwortliche Pfeifen im Walde, mit dem man seine Angst vor dem, was da kommt, Herr werden will. Denn was da auf die Europa-Ideologen zukommt, ist nicht nur der Austritt der Briten, sondern die alte Frage nach der Reformfähigkeit und vor allem der Reformwilligkeit einer EU. Und diese Frage treibt eben nicht nur die britischen Wähler um, sondern auch die Deutschen. Hätten die antragstellenden Parteien, insbesondere die mit dem C davor, es jemals ernst gemeint mit intelligenten Substanzreformen einer völlig verfahrenen EU oder Euro-EU, so wären sie schon einem Premierminister Cameron entsprechend entgegengekommen. Stattdessen haben sie es wieder mal den Franzosen recht machen wollen mit unserem Steuerzahlergeld ein ums andere Mal. Die schier überbordende Spendierwilligkeit auch aller Scheinoppositionsparteien hier im Parlament, die ja allesamt links von uns sitzen, hat die Briten letztlich erst in ihre schon intern missliche Verhandlungsposition gebracht. Und als deutsche Hauptlastträger aller negativen Folgen haben sie es nicht einmal für nötig befunden, einen deutschen Verhandlungsführer durchzusetzen. So wie sie einfach alles Verunstalterische, alles, was die Idee von Freiheit, Markt und Lastengerechtigkeit einer nicht maroden EU angeht, sowieso den Franzosen und ihren zahlreichen Drittbrettfahrern kampflos überlassen. Apropos, das kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, würde bei Goethe heute wohl heißen müssen, kennst du das Land, wo nicht nur die Mülleimer brennen. Und damit würde er insbesondere Frankreich umschreiben. Wieso sollte sich also jemand an eine ungut durchpolitisierte Wirtschaftsraumverwaltung namens EU binden, der mit gemeinsamster Arbeitslosenversicherung, steuerfinanzierten Sonder- und Pseudo-Investitionsvehikeln sowie mutierten Dauerrettungsfonds à la ESM oder EWF und noch viel, viel mehr an grobem Unfug sozusagen die natürliche Schwerkraft der Konjunkturen und des Haftungsprinzips außer Kraft setzen will. Dieses Europa soll doch letztlich in Staatswatte gepackt werden, weil man dem EU-Berufspolitik-Moloch und seinen Profiteuren und Klackhörern auf den Leim geht, die da behaupten, sie können besser wirtschaften als Unternehmer und Konsumenten. Derweil kriegt der Moloch nicht mal seine elementarsten Hausaufgaben hin, effektiven Grenzschutz beispielsweise. Hier erweist sich das dysfunktionale Weltsozialamt Deutschland als der eigentliche faule Kern des vermeintlich gesunden EU-Europa-Apfels. Lassen Sie die Briten gehen und aufzeigen, dass es sehr wohl ein Leben nach der EU gibt und dass nach eventuellen Dellen in einem Umstellungsprozess sich bald keiner mehr daran erinnern kann, warum in aller Welt man diesen kontinentaleuropäischen Zirkus überhaupt so lange mitgemacht hat. In den zurückliegenden 2,5 Jahren seit dem Referendum haben sich die Aktienmärkte vor Ort phasenweise sogar besser entwickelt als der EU-Durchschnitt. Und endlich kühlt vor allem auch der überhitzte Immobilienmarkt ein bisschen ab. So sehen sie aus, die Kräfte des Marktes, wenn man sie nur lässt. Danke und good luck nach Großbritannien. Harald Weil, der europapolitische Sprecher der AfD, war das. Der nächste Redner ist ebenfalls europapolitischer Sprecher, kommt von der CSU und ist für die CDU-CSU eben in dieser Funktion Florian Haar. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Sie die Überschrift der Tagesordnung heute gelesen haben und dieser Debatte, die heißt Brexit. Und wenn ich Ihren Beitrag zugehört habe, dann habe ich hier nichts zum Brexit und zur Frage, wie dieser Brexit gestaltet werden soll, der so ungeheuerliche Konsequenzen auch für unser Land hat. Nichts. Sie haben dafür keine Idee. Sie betreiben allein EU-Bashing. Sie haben in dieser Debatte versagt und haben keinerlei Beitrag dazu geleistet, wie wir eigentlich diesen Brexit gestalten sollten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten am Anfang eines Wortbeitrags zum Brexit das hervorheben, was für alle Beteiligten, einschließlich des Vereinigten Königreichs, am besten wäre, nämlich der Exit vom Brexit, die Abkehr vom EU-Austritt. Und die Umkehr Londons wäre sogar unproblematisch und einseitig von London noch bis Ende März umsetzbar. Und beginnen möchte ich deshalb mit dem Text am Ende unseres Antrags, über den wir heute debattieren. Die Tür zur Europäischen Union muss für das Vereinigte Königreich auch in Zukunft offen gehalten werden.
Und im gleichen Atemzug sollte aber auch klargestellt werden, und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir über die Konsequenzen debattieren, wer uns die Suppe eingebrockt hat. Die britische Regierung, wenn auch nicht die von Theresa May, sondern die des Vorgängers. Und die Lage wird jeden Tag komplexer und unübersichtlicher. Ich möchte deshalb einige aktuelle Fragen aufgreifen. Warum darf das Austrittsabkommen nicht mehr aufgeschnürt werden, wie es London es gerne hätte? Bis zum Ende der Verhandlungen zum Austrittsabkommen galt, nichts ist vereinbart, bis nicht alles vereinbart ist. Und umgekehrt muss das dann auch heißen, einen wichtigen Einzelaspekt in Frage zu stellen, bedeutet, das Gesamtpaket in Frage zu stellen. Und das kann doch jetzt niemand mehr ernsthaft wollen. Es geht dabei um Prinzipienreiterei und auch nicht darum, jemanden zu bestrafen. Das zeigt die jetzt laufende Debatte um den Backstop. Warum brauchen wir diesen Backstop? Beim Backstop geht es ganz konkret um die eminent wichtige Frage der Bewahrung des Friedens auf der irischen Insel und die Bewahrung des Karfreitagsabkommens. Weder London noch wir wollen, dass der Backstop in Kraft tritt. Er wäre nur eine Zwischenlösung für den Fall der Nichteinigung. Und besser wäre es natürlich, wenn sich Brüssel und London innerhalb der Übergangsphase auf ein dauerhaftes neues Regime verständigen würden. Warum ist der Backstop nicht befristet und sieht keine Kündigungsrechte für London vor? Weil wir auf der irischen Insel dauerhaft, unwiderruflich und wasserdicht Zollgrenzkontrollen verhindern wollen. Das wäre nicht gewährleistet, wenn der Backstop befristet wäre oder London ihn einseitig kündigen könnte, ohne dass es eine Anschlussregelung gibt. Zudem würden wir uns in den Verhandlungen um das Zukunftsabkommen von London und dieser Frage abhängig machen. Sind das nicht theoretische Gedankenspiele und muss die EU nicht trotzdem einlenken angesichts des Chaos in London? Wir sind für dieses Chaos nicht verantwortlich. Und das Beste wäre für alle eine Abkehr vom Brexit. Das britische Volk hat zwar vor gut 2 Jahren für den EU-Austritt gestimmt, aber da waren viele falsche Informationen im Spiel. Wenn ich mir das aktuelle Chaos in London anschaue, bin ich mir nicht sicher, dass sich die britische Bevölkerung das so vorgestellt hat. Stand heute, 2,5 Jahre später, wissen wir vor allem, was London nicht will. Es will nicht in der EU bleiben, es will das vorliegende Austrittsabkommen nicht. Aber die innenpolitischen Probleme des Vereinigten Königreichs können wir nicht lösen, schon gar nicht dadurch, dass wir sehenden Auges Gefahr laufen, in einigen Jahren entweder die Integrität des EU-Binnenmarktes oder den Frieden auf der irischen Insel aufs Spiel setzen zu müssen. Fazit: Mehrheiten gegen alles Mögliche gibt es in London, aber keine für was. Der Ball liegt in London. Harter Brexit, weicher Brexit, kein Brexit. Das sind die Optionen. Und wir wollen endlich wissen, was London will. Wir wissen, was wir wollen. Wenn es zu einem Brexit kommt, dann wünschen wir uns einen weichen Brexit. Und dafür haben wir ein gutes Abkommen. Wir wünschen uns eine friedliche Lösung für Irland. Und wir wünschen uns ein gutes Verhältnis zum Vereinigten Königreich, auch wenn es außerhalb der Europäischen Union ist, ohne dass der Austritt zum attraktiven Prototypen für eine Auflösung der EU wird. So haben wir das auch in einem Antrag deutlich gemacht. Ich bitte deshalb um Zustimmung. Florian Hahn war das hier in der Brexit-Debatte des Deutschen Bundestages. Der nächste Redner ist der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Großbritannien ist das Mutterland der Demokratie. Großbritannien ist das Mutterland des Parlamentarismus. Und bedenkt man John Lockes großen Satz, dass Leben, Freiheit und Besitztümer zum Menschen gehören, ist Großbritannien auch das Mutterland der Grund- und der Menschenrechte. Wenn ein solches Land seine Zukunft nicht mehr im Kreise der EU sieht, sondern außerhalb, dann ist das ein Anlass, der mich nicht nur besorgt, der macht mich traurig. Und ich möchte fast sagen, es möchte einem das Herz zerreißen. Und deshalb meine ich, sollten wir trotzdem, auch wenn es schon einige immer wieder gesagt haben, klar zum Ausdruck bringen, wenn das britische Volk nach seinen eigenen verfassungsmäßigen Regeln zu dem Ergebnis kommen sollte, dass es seine Entscheidung korrigieren möchte, dann sollte es kein Triumphgeheul geben, dann darf es keine Arroganz geben, sondern dann sollten wir uns freuen und sie wie den verlorenen Sohn in unserem Kreise der Familie willkommen heißen, ohne jede Überheblichkeit. Und dieses Signal sollte hier ausgehen.
Es zerreißt einem aber auch nicht nur das Herz, wenn man diese Entwicklung sieht, sondern der harte Brexit würde auch Lieferketten zerreißen. Alexander Graf Lambsdorff und andere Redner haben die Hinweise darauf gegeben. Es betrifft das Familienrecht, das Gesellschaftsrecht, Medizin, Produktzulassung. Unzählige Lebensbereiche sind betroffen. Und wir sind uns doch in Wahrheit hier einig. Gäbe es ein nationales Ereignis, das so tiefgreifende, einschneidende Veränderungen im Leben nicht nur der britischen Bürger, sondern unserer Bürger bedeuten würde, wenn es bei Ford demnächst Produktionsdrosselungen gibt, wenn Zulieferer betroffen sind, gäbe es ein nationales Ereignis dieser Bedeutung, dann würden wir alle gemeinsam von der Bundeskanzlerin hier eine Regierungserklärung verlangen, wie sie die Lage beurteilt, was die Instrumente wären, um Schaden von uns abzuwenden und wie sie sich vorstellt, dass sie diese Instrumente umsetzen würde. Und ich kann nicht verstehen, dass die Bundeskanzlerin bis heute für diese historische Entwicklung, der Außenminister hat es selber historisch genannt, eine Regierungserklärung in diesem Haus verweigert. Das ist inakzeptabel. Wir werden als Parlament hier angesichts dieser historischen Entwicklung wie Bittsteller behandelt, als ob wir um eine Audienz bei einem Gutsherrn bitten. Und es wird in Gutsherrenmanier darüber entschieden. Das ist ein Modus im Umgang mit einer so bedeutenden Frage, die wir uns als selbstbewusstes Parlament nicht bieten lassen können. Und wenn das so ist, dann ist der Weg, darauf zu antworten, der, ein Gesetz zu machen. Wir wollen und schlagen deshalb dem Parlament vor, dass angesichts solcher Entscheidungen, solcher Entwicklung mit solcher Tragweite, dieses Parlament nicht mehr betteln muss um eine Regierungserklärung, sondern dass vor Räten und vor großen Entscheidungen mit internationalen Bezügen dieses Parlament einen Anspruch darauf hat, dass die Bundesregierung durch die Regierungschefin sich hier erklärt, was sie vorhat und sich anhören muss, was wir dazu zu sagen haben, und zwar als Vertreter des deutschen Volkes. Das ist angemessen für demokratischen Parlamentarismus. Ich möchte schließen mit einer Bemerkung, die nicht von einem Mitglied meiner Fraktion stammt. Mein Büronachbar Norbert Lammert hat stets gesagt. Herr Kollege Buschmann, der Kollege Große-Brömer würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich freue mich darauf. Tut der Knopf wieder nicht. Ich freue mich auch, dass Sie, Herr Kollege, diese Frage zulassen. Sind Sie mit mir einer Auffassung, dass das deutsche Parlament zu den Parlamenten zählt, das klare Regeln hat zur Beteiligung in Angelegenheiten der Europäischen Union? Ja, dass man fast sagen kann, kein Parlament ist eigentlich so intensiv beteiligt bei Einflussnahme auf die Regierung, wenn es um Entscheidungen in Europa geht. Würden Sie bestätigen, dass die Bundeskanzlerin hier regelmäßig Stellung nimmt vor großen Gipfeln, dass sie das zu G20 getan hat? Dass sie das natürlich nicht zu jedem Gipfel macht, weil mancher Gipfel auch eine gewisse Routine ist. Und dass es möglicherweise auch Sinn macht, dass die Bundesregierung in ihrer eigenen Kompetenz entscheidet, ob sie gewisse Sachen so für so bedeutsam hält, dass sie eine Regierungserklärung damit abgibt. Wenn dann alles zutrifft, würden Sie dann vielleicht mit mir der Auffassung sein, dass eine gesetzliche Regelung, zumal es auch schwierig ist zu sagen, wann ist es denn wichtig und wann ist es unwichtig, wahrscheinlich gibt es da sehr unterschiedliche Auffassungen zu, wären Sie mit mir der Auffassung, dass eine gesetzliche Regelung in diesem Fall wirklich unsinnig wäre? Ich bin sehr dankbar über diese Frage. Sie war nämlich erwartbar und sie gibt mir Gelegenheit, einen Teil meiner Argumentation vorzutragen, die ich sonst unter 4 Minuten nicht hätte unterbringen können. Deshalb bin ich Ihnen erstens sehr dankbar und komme jetzt zur materiellen Beantwortung dieser Frage. Lieber Michael, das Bundesverfassungsgericht hat uns als Parlament aufgegeben, dass von Verfassungs wegen wir hier eine Integrationsverantwortung haben und dass deshalb der alte Modus, europäische Angelegenheiten wie Außenpolitik zu betrachten, von Verfassungs wegen inakzeptabel ist. Und deshalb haben wir natürlich von Verfassungs wegen das EuZBBG hier durchgesetzt. Und deshalb ist es auch richtig, dass der Deutsche Bundestag eingebunden ist in Angelegenheiten der Europäischen Union. Und dass diese Regelung eine Lücke besitzt,
eine Lücke besitzt, weil nämlich in die intransparente Informationspolitik, wo große Anfragen so beantwortet werden, dass sich dieses Parlament verhöhnt fühlen muss und wo eine Regierungserklärung verweigert wird, obwohl es um einen historischen Vorgang geht. Das führt dazu, dass eine Lücke an Aufklärung entsteht, in die dann die Fake News der Freunde vom rechten Rand Einzug erhalten. Und deshalb wäre es klug, in Anbetracht der Integrationsverantwortung und der Transparenz und des Selbstbewusstseins dieses Parlaments eine gesetzliche Regelung zu machen. Und jetzt sage ich dir, Michael, ich bin noch nicht zu Ende. Die Frau Bundeskanzlerin hat verweigert, hier eine Regierungserklärung abzugeben, obwohl wir am 1. Dezember 2016 die Ratspräsidentschaft beim G20 übernommen haben. Eine ganz außergewöhnliche Entwicklung. Die Frau Bundeskanzlerin hat verweigert, hier eine Regierungserklärung abzugeben vor dem ersten NATO-Gipfel mit Donald Trump, der die Existenz des Nordatlantischen Bündnisses infrage gestellt hat. Ja, wenn man selbst bei solchen Dingen die Regierungserklärung hier verweigert, dann ist es Zeit, eine gesetzliche Verpflichtung einzuführen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und deshalb möchte ich schließen mit den Worten des ehemaligen Präsidenten dieses Hauses, Michael, der deiner Fraktion angehört. Es ist nicht eine Regierung, die sich ein Parlament hält, sondern ein Parlament hält sich eine Regierung. Und dieses Selbstbewusstsein fordern wir über unseren Gesetzentwurf ein. Herzlichen Dank. Das war ein Zitat von Norbert Lammer, das Marco Buschmann hier einbrachte. Er hat hier noch einmal den Gesetzentwurf der FDP vertreten, dass die Bundeskanzlerin solche Regierungserklärungen abzugeben hat. Das ist die Forderung. Detlef Seif jetzt für die CDU-CSU als vorletzter Redner zu dieser Brexit-Debatte im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Ausführungen unserer Kollegen Marco Buschmann und Graf Lambsdorff können so natürlich nicht stehen bleiben. Hier wird der Eindruck erweckt, als ob die Bundesregierung völlig überrascht ist. Jetzt haben wir einen Hard Brexit eventuell, jetzt müssen wir uns vorbereiten. Tatsache ist doch, dass ein Mitgliedstaat sich nicht zu Beginn der Verhandlungen schon erkennbar nach außen im Sinne eines Hard Brexit betätigt. Das würde doch den Eindruck erwecken, wir gehen von vornherein davon aus, dass es nichts wird. Und wenn Sie mal genau hingucken, seit Sommer 2016 bereitet sich diese Bundesregierung auf die Konsequenzen vor. Es fanden Ressortabstimmungen statt, es wurde Personalbedarf ermittelt, es wurde Anpassungsbedarf ermittelt, eine enge Zusammenarbeit mit den Verbänden ZDH, DIHK. Es gibt, wenn Sie sich mal die Mühe machen, auf der Seite des Wirtschaftsministeriums eine E-Mail-Seite. Es gibt ein Bürgertelefon Brexit. Und Sie können im Prinzip, wenn Sie Fragen haben als Unternehmer, sich auch da hinwenden. Wir als Parlament haben in Verbindung mit der Bundesregierung jetzt auch vieles bereits auf den Weg gebracht. Ich darf daran erinnern. Zu den Bürgerrechten, Staatsangehörigkeitsrecht, Beamtenstatusgesetz, Umwandlungsgesetz, Brexit-Gesetz mit Steuerrecht, Bausparkassengesetz, Pfandbriefgesetz, grenzübergreifende Finanzdienstleistung, Koordinierung, soziale Sicherheit, Berufsausbildungsgesetz, Arbeitsmarktzugang, aufenthaltsrechtliche Fragen. Ja, wie kommen Sie auf die Idee, dass wir nicht vorbereitet sind? Natürlich. Und jetzt sehen wir, dass eventuell Hard Brexit kommt und die 3-4 Monate werden ausreichen, damit wir uns national in Bundesregierung und Bundestag nach diesen guten Vorbereitungen dann auch letztlich in die wichtigen Gesetze begeben können. Und an die AfD gerichtet, es ist ja nicht so, dass wir die Erkenntnis haben, das ist ein Lose-Lose-Ergebnis, also beide werden verlieren. Ich darf daran erinnern, im Jahr 2012 bis 2015 hat die britische Regierung selbst eine Untersuchung auf den Weg gebracht über die Kompetenzverteilung Mitgliedstaaten Europäische Union. Ergebnis wunderbar, auch im Interesse Großbritanniens. Kurz vor dem Brexit, kurz vor dem Referendum über den Brexit, schlussfolgerte die britische Regierung, dass kein bestehendes Modell außerhalb der Europäischen Union auch nur annähernd dieselben Vorteile und denselben Einfluss bieten könne wie die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und dann gibt es noch einen geleakten Bericht aus Januar 2018, den wollte die britische Regierung zunächst verstecken und geheim halten.
Daraus folgt, bei allen Brexit-Szenarien wird Verlierer eindeutig auch Großbritannien sein und die wirtschaftliche Entwicklung wird deutlich zurückgehen. Meine Damen und Herren, wenn wir nach Großbritannien gucken, dann habe ich den Eindruck, dass den dortigen Politikern doch eines verloren gegangen ist, der klare Kompass für ein Handeln aus Überzeugung und für ein Handeln auf der Grundlage von Daten und Fakten. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass die Erkenntnisse aus den Berichten nicht umgesetzt wurden und nicht berücksichtigt wurden. Es ist schade, dass hier man stur seinen Weg weitergeht. Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Wir haben jetzt in Europa, in der Europäischen Union und auch in den Mitgliedstaaten einige Absagen an Großbritannien erteilt, was Nachverhandlungen über den Inhalt des Austrittsabkommens angeht. Ich habe mich am Samstag mit einem britischen Staatssekretär unterhalten und er hat mir gesagt, ach, das war doch immer so. Im letzten Moment, wenn es darauf ankommt, da gibt die EU doch nach. Ich kann an unsere britischen Freunde nur die Erklärung abgeben, macht keinen Fehler. Nachverhandlungen sind ausgeschlossen. Es wurden bereits rote Linien überschritten. Und durch das Ergebnis darf weder das Projekt EU noch die Integrität des Binnenmarktes beeinträchtigt werden. Und deshalb gibt es auch keine Nachverhandlungen. Die Bedenken der britischen Seite bei der Notfalllösung, die müssen wir aber natürlich ernst nehmen. Weil dort der Eindruck entstanden ist, man will uns innerhalb der Europäischen Union halten durch eine Zollunion, durch Binnenmarktregelungen für Nordirland. Diesen Eindruck, das ist ganz wichtig, den müssen wir im Weiteren zunichte machen, indem wir unseren Freunden aus Großbritannien deutlich machen, dass auch wir, die Europäische Union, aber auch Deutschland ein großes Interesse daran hat, möglichst schnell innerhalb der Übergangsphase auch tatsächlich zu einem Freihandelsabkommen zu kommen. Und deshalb, ich kann abschließend an die britischen Freunde nur appellieren, sie müssen an dieser Stelle einen Vertrauensvorschuss uns geben, das ist richtig, aber in ihrem eigenen Interesse und auch im Interesse der angestrebten, besonders engen, freundschaftlichen und maßgeschneiderten zukünftigen Beziehung zur EU sollte man dem ausgehandelten Austrittsvertrag und der politischen Erklärung zustimmen, gegebenenfalls noch mit den Zusicherungen, wie ich sie gerade aufgezeichnet habe. Vielen Dank. Der letzte Redner hier in der Debatte kommt ebenfalls von der CDU. Philipp Amthor hat das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte zum Brexit hat uns gezeigt, und ich glaube, so sollten wir auch immer differenzieren, dass wir dieses Problem auf mehreren Ebenen angehen müssen. Und natürlich, das müssen wir gerade auch als selbstbewusste Parlamentarier sagen, ist die allererste Ebene, aus der wir uns diesem Thema nähern, natürlich die nationale Perspektive. Was ist zu tun für unser Land? Was müssen wir anpassen? Welche Konsequenzen sind im deutschen Interesse? Und ich will entgegen aller Cassandra-Rufe, die es hier in der Debatte gab, will ich deutlich sagen, die Bundesregierung ist vorbereitet und wir werden auch auf die neuen Entwicklungen reagieren. Wir werden hier im nationalen Interesse agieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hinzu kommt aber, und das ist völlig klar, und Herr Buschmann, Sie haben das zu Recht angesprochen, natürlich gibt es gerade die europäische Dimension des Brexits, und der Brexit ist für uns kein europapolitisches Tagesgeschäft, sondern im Moment wirklich eine der wichtigsten Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union, die uns natürlich auch Sorge macht. Und gerade deshalb haben wir als selbstbewusste Parlamentarier auch gesagt, mit einem Antrag aus den Fraktionen heraus erarbeitet, wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ich weiß ja nicht, die FDP scheint ja dann wirklich Sehnsucht danach zu haben, dass die Bundesregierung hier die Debatten aufwirft. Wir machen das bei uns in der Fraktion selbst und haben einen eigenen Antrag vorgelegt. Und das ist auch ein guter Weg. Und ich will auch sagen, wir haben hier diesen Antrag vorgelegt und er enthält vor allem einen Anspruch, den wir brauchen. Nämlich einen Anspruch, den Blick zu lenken auf eine multinationale Welt. Und das ist auch wichtig.
Wir sehen bei den Briten im Moment, und das ist eben nicht die Aufgabe des Deutschen Bundestages, wir sehen in der Bewertung der britischen Innenpolitik doch eine gewisse Verunsicherung. Und wir sehen vor allem in der britischen Innenpolitik, dass man sich schneller einig darin ist, gegen etwas zu sein, als für etwas zu sein. Die Briten sind gegen das Abkommen, sie sind gegen Theresa May zum Teil, aber trotzdem auch gegen ein Misstrauensvotum. Aber sie sagen uns nicht, für was sie sind. Und hier ist das Wichtige, das formuliert werden muss, für was wollen wir eintreten? Und für uns ist das ganz klar, wir wollen hier eintreten für Freihandel, für eine Sicherheitskooperation und für Wachstum. Und dafür ist auch die Tür für Großbritannien offen. Aber wir sind nicht bereit, hier nur aus Abwehrhaltung heraus Freihandel zu betreiben, Kooperationen zu machen. Das ist nicht der richtige Weg auf einer internationalen Ebene. Und deswegen sagen wir ein klares Bekenntnis zu einem Multilateralismus. Das ist auch der Geist, den unser Abkommen trägt. Aber wir sagen, und das haben die Kollegen Florian Hahn und Detlef Seif zu Recht gesagt, wir wollen keine Nachverhandlungen. Es gilt am Ende eines langen Abstimmungsprozesses, take it or leave it. Und so ist es auch mit diesem ausgehandelten Abkommen. Und der Entwurf, der auf dem Tisch liegt, ist fair. Er ist ausgewogen und beide Seiten haben auch Zugeständnisse gemacht. Und ich kann nur sagen, wenn die Briten glauben, dass sie durch den Brexit gewonnen haben, dann ist das die völlig falsche Grundannahme. Das Grundübel ist schon die Kampagne für den Brexit und die Entscheidung für den Brexit. Man kann nicht erwarten, eine falsche Grundentscheidung zu treffen und dann als Gewinner vom Platz zu gehen. Dass die Briten am Ende Einschnitte hinnehmen müssen, war schon am Anfang ihrer Entscheidung begründet. Und ich sage auch ganz klar, gerade wenn wir mit Blick auf das nächste Jahr schauen, was ist unsere Erwartung auch als Europäer? Es muss einen Unterschied machen, ob man in der Europäischen Union ist oder nicht. Und wenn man die Europäische Union verlassen will, dann darf einen nicht wundern, dass das negative Konsequenzen hat. Und es geht mir nicht darum, die Briten zu bestrafen, wie das mancher kokettiert. Aber ich will auch nicht die Bilder sehen, wie am Ende von Verhandlungen Nigel Farage und Boris Johnson über die Straßen von London laufen mit dem Union Jack in der Hand und laufen und rufen, we are free. Das ist das falsche Bild. Und das werden wir auch nicht produzieren, sondern wir wollen in den Verhandlungen erreichen, dass sich die Gemeinschaft bekennt zu Multilateralismus, zu Freihandel und zu Wachstum. Und das ist der Weg, wie man Europa gestalten kann. Dafür steht den Briten unsere Tür auf. Und wir sagen hier, wir wollen Zusammenarbeit mit Großbritannien. Wir wollen die deutsch-britische Freundschaft. Aber wir wollen keine faulen Kompromisse auf Kosten der Europäischen Union. Es ist etwas wert, wenn man in der Europäischen Union ist. Diese Erfahrung machen die Briten zurzeit und sie machen sie schmerzlich. Ich hätte es mir für sie anders gewünscht. Und nun hoffen wir, dass wir den Weg vorangehen und dass die europäische Idee auch in Zukunft gewinnt. Dafür arbeitet meine Fraktion. Herzlichen Dank. Philipp Amthor war das, der letzte Redner hier zu der Debatte. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf der Drucksache 6412 mit dem Titel Den Brexit geordnet vollziehen, das Austrittsabkommen und die politische Erklärung als Voraussetzung für eine künftige enge und vertrauensvolle Partnerschaft der EU mit dem Vereinigten Königreich. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Grüne und FDP enthalten sich. Antrag mit den Stimmen von CDU und CSU gegen die Stimmen von AfD und Fraktion Die Linke bei Enthaltung von FDP und Bündnis 90 Die Grünen angenommen. Sie haben die SPD vergessen. Die SPD hat auch dafür gestimmt. CDU, CSU und SPD, genau. Habe ich gesagt. In der Fraktion, jedenfalls ist der Antrag angenommen mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD. Innerfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 6399 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge? Ist nicht der Fall, dann ist die Überweisung so beschlossen.